ein kleiner Campingtrip auf einem Waldplaneten ist genau das Richtige, um Überlebensfähigkeit und Teamgeist zu bilden. Commander Dave, wie würden Sie sich in der Natur ohne Technik orientieren? Mit einem Kompass oder dem Sonnenstand? Dieser Planet hat aber zwei Sonnen. Und ein Kompass funktioniert nur mit konventionellem Erdmagnetfeld. Nicht alle Planeten sind wie die Erde, Commander Dave. Terrestrischer Egomane. Die beste Art, sich zu orientieren, ist mit offenen Augen und Ohren. Und sonstigen Wahrnehmungsorganen. Und nicht körperlicher Wahrnehmung durch multilaterale Quantendivergenz. Sehen Sie hier, ich habe eine Karte des Gebiets dabei. Oh. Man nannte dieses Material Papier. Ah. Es wurde aus fein geschredderten Pflanzenfasern hergestellt. Haben Sie das gehört? Ja, Pflanzenfasern. Rückständig. Nein, ich meine... In 3 Tagen werden wir wieder abgeholt. Schlagen wir ein Lager auf und begeben uns auf Nahrungssuche. Sehen Sie, Wärme und Unterschlupf, das alles schenkt uns die Natur. Was war das? Lieutenant Miffy, wie war die Jagd? Es gibt auf diesem Planeten überhaupt keine Tiere. Aber wir können uns von Baumrinde ernähren. Man muss nur gut kauen, bevor man sie runterschluckt. Zum Glück haben wir ja noch die Notessensration dabei. Was ist mit unserer Ausrüstung passiert? Lieutenant Miffy hat doch gesagt, hier gibt's keine wilden Tiere. Aber es gibt fleischfressende Pflanzen. Nein, Truman liegt Nummer 492. Und ich bin Dave. Ich spüre ein Gefühl bei dieser Pflanze. Ich glaube, es ist Wut. Der Planet hat ein Bewusstsein. Leichtfertig haben wir seine vermeintlichen Ressourcen benutzt und gedacht, sie wären für uns. Aber die Pflanzen sind alle verbunden wie ein globales Netzwerk. So wie bei Avatar. Hä? Die Filmarchive der Erde sind im Jahre 2050 alle größtenteils zerstört worden, aber Avatar ist als einer der besten und wahrsten Dokumentarfilme anerkannt. Lieber Planet, selbst unterschiedliche Individuen können als Netzwerk funktionieren. Das nennt man ein Team. Talente werden vereint und Fehler werden vergeben. Der Planet vergibt uns. Er wird uns nicht töten, wenn wir ihn auch ins Team aufnehmen. Ja, wir sind doch alle gar nicht so verschieden. Sie betreiben mit Chlorophyll Photosynthese? Sie benutzen ihr zehntes Bauchsegment und Klitheliumsekret, um Eierkokons zu wickeln? Sie essen ihre eigene Kacke zur Deckung ihres Vitamin- und Eiweißbedarfs? Hey. Ständig macht er das. Und in 3 Tagen werden wir eh wieder abgeholt. Wie lange dauert überhaupt ein Tag auf diesem Planeten? Wenn er 2 Sonnen hat, dann ist ein Tag ja irgendwie nie vorbei. Oder meinte der Captain 3 Tage nach Erdenzeit? Nein, das kann nicht stimmen. Das wäre hier zu terrestrisch. Ach, ich nehme einfach die Standard-Merkurzeit. Auf Merkur entspricht ein Tag etwa 58 Tagen auf der Erde.